freundliches Feuer. Sometimes I wonder if it all had to end up like this. Tyler was a grown man making his own decisions. There was nothing more I could do to save him. But was that death truly necessary? At last, here I am, Tyler. Heiliger. Heiliger. Hier ist ja einfach nichts mehr intakt. Okay. Am Ende lässt der Boss uns killen, weil wir Beweise haben und er Verfolgungswahn. Das mit dem Verfolgungswahn, die Angst habe ich schon etwas länger. Fangen wir doch mit den Leichen an. Beginnen wir mit dir. It's time to leave. The movie night is over. Sorry. Isn't the kind of trouble I can get you out of. Ja, das ist der gute Tyler. Wir haben ihn ja nie gesehen, glaube ich, im Spiel. Who knows? If I won't end up like that one day. Das wäre doof. You must be Trisha. Tyler talked a lot about you. Stimmt, wir haben die ganze Zeit E-Mails. Trisha ist ein Name, der vorkam. I wish we had met under different circumstances. It wasn't the best time for snacks. Nee. So, eine Leiche fehlt uns noch. Eine einzige. Ein einzelner Gestorbener hatte das Schicksal von Tausenden verändert. Aber er zahlte einen hohen Preis. Wo ist er denn? Oh, hi. Ups. Nowhere to run, nowhere to hide. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Ich glaube, wir haben ein bisschen... wir haben ein bisschen was zu tun. Bevor wir so weit sind. Ey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir könnten ja schon mal im Voraus 3 Eimer füllen. Sicherlich wird dabei nichts schief gehen. Direkt 3 Eimer umwerfen. nochmal 7. So, fangen wir doch an, diesen Eimer umzuwerfen. Ich habe legitim nichts gemacht. Ich hatte die Hände gerade... Hä? Ja, er hat gewischt, aber ich verstehe nicht. Mein Problem ist, Schiedsrichter! Mein Problem ist, ich verstehe nicht, warum er gewischt hat. Oh, guck mal. Was?
Willst du mich verarschen? Wischer! Da! Manchmal macht er das danach einfach. Und das tötete unseren Eimer. Du haust dir einen Pudding ins Gesicht. Egal, wir haben immer noch zwei Eimer. Ich hab's gerade gejinxt, oder? Nein. Diesen Eimern wird nichts passieren. Diese Eimer sind mir nämlich genauso wertvoll wie... Die gute 27. Ach Mann. Danke für den Clip, Loha. Stimmt, das doppelte Aufladen hatte ich gerade völlig vergessen. Und dann habe ich ja auch noch mehrere dabei. Da ist noch Pizza im Ofen. Ich werde davon sicherlich nichts mehr essen. Aber sie ist da. Das Angebot steht. Wenn jemand von euch Hunger hat und Bock auf Pizza, gönnt euch. Du darfst die Pizza verschwinden lassen. Ich hätte vielleicht vorher mit dem Müllbeutel durch... Egal. Das funktioniert alles hervorragend hier. Da bin ich mir sicher. Ah, und wie sieht's bei dir aus, Benny D? Weiß nicht, ich arbeite gerade an meinem Leben. Was meinst du? Ich habe einen neuen Job gefunden. Normaler Job. Zeit weiterzumachen. Du, normaler Job? Na klar. Na klar. It looks like they were trying to get their lives together. Scheiße. Ja, aber... Schade. Tschüss. Der Stuhl nervt mich die ganze Zeit. Jetzt nicht mehr. Müll, da.
Naja, das Fenster ist auf, die... Ah, oh, wow. Man sieht es sogar. Die Katze ist durch das Blut der Besitzer gelaufen und dann vermutlich aus dem Fenster raus. Würde ich jetzt mal denken. Wieso bekomme ich gerade Lust aufzuräumen? Es ist spät. Ach, kaputt. Ach, du bist schon kaputt. Ja, gut. 4 bitte. Der Katze ist nichts passiert. Keine Katzen sind bei der Produktion dieses Spiels oder dieses Strims zu Bruch gegangen. Sagt man das so? Nein. Verletzt worden. zu Bruch gegangen. Das da. Ihr Hops, grüne Licht. Hatte Stromausfall für 45 Minuten. Was ist passiert? Hat Godzilla King Kong in dein Gebäude geworfen, oder? Gut, ich denke, es gibt auch andere logische Erklärungen für einen Stromausfall. Aber willkommen zurück. Die ganze Nachbarschaft war betroffen. Ja, weißt du, wie viel King Kong wiegt? I miss you. 500 Gramm Hack. Genau. King Kong wiegt 500 Gramm Hack. The End. Neuer Story-Gegenstand. Yay. Ich habe mittlerweile 3 davon. Ich glaube, gerade ist der Schwamm irgendwie geeigneter. Tatortreiniger in Dead Space wäre mal was. Oh mein Gott, du hättest viel zu tun. Ich brauche einen der Putzeimer. Jetzt habe ich extra 2 rausgestellt. Und benutze doch nur einen, weil ich den anderen nicht finde. Oh nein! Du 28. I'm doing my
so entspannt, voll schön. So komisch, dieses Bild zu sehen und das da zu lesen, aber ja, es ist wirklich so. As good as new. Das ist mein wholesome Game. Wo war die 27? War es vielleicht erst die 27? Kann natürlich sein. ...27 ist aus dem Clip. Okay, dann war es die 28. Just think of the money. Think of the money. Ich muss mir echt mal einrichten, dass ich irgendwie... Hast du so einen Knopf drück und du hast einen Counter für etwas. Das wäre erstaunlich praktisch. Day 17 of Sudoku Therapy. So, yeah, I'm solving Sudokus again. I'm kinda starting to get how it works. My therapist told me that it's good for my mind, but this shit is hard! Like, what number am I supposed to type in here? God, you better be right, Doc, because I am freaking stretching my mind here. But I think I actually feel slightly better. Okay, Sudoku therapy. Sudoku therapy. Maybe you should have thought about getting a second opinion on that. Bullshit. Amateurs. Oh mein Gott. So, Schwamm ist wieder sauber. Tatortreiniger Doom. Oh, der hätte auch was zu tun, ey. Before fixing. Aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Bernie, danke schön für den 4000. Resub. Bernie, danke schön für den 4000. Resub. Ich weiß nicht, wie du so schnell sein konntest. Dankeschön für den 92. Resub. Er resubbt schneller als sein Schatten. Du. Seit wann hast du diese Filter? Plot Twist, das war kein Filter. Nein, heute tatsächlich. Nein, gestern. So, warte. So, ich dreh dann mal das Handy, ne? Wir wissen ja, dass das klug ist. Wann 4000 Monate, Batch? Trisha, ich habe meine Freundin... Freunde eingeladen, tatsächlich. Freunde hat Trisha eingeladen. Wir werden zu fünft sein. Ich bin mir nicht sicher wegen ihnen. Werden sie keinen Mist bauen, fragt Tyler. Komm schon, das sind deine meine Freunde. Ich weiß, Schatz, es ist nur... Nein, ja, du hast recht. Es wird Spaß machen. Ich glaube, du wirst sie tatsächlich mögen, lol. Versuche einfach, dich mit ihnen zu verstehen. Versuche einfach, dich mit ihnen zu verstehen, okay? Okay, es wird fein. It did not go fine. Hat Tyler alle sechs ermordet? Nein, Tylers Arbeitgeber hat die Freunde und Tyler ermordet. Ganz ehrlich, weil er ein bisschen Verfolgungswahn bezüglich dieser Freunde hatte.
Nun wird es dich auch nicht erfreuen zu hören, dass Tylers Arbeitgeber zufälligerweise auch mein Arbeitgeber ist. Wir haben einen vollkommen stabilen Menschen als Arbeitgeber. Nein! Dick? Nein! Hier, du gehst jetzt. Du gehst jetzt erstmal ein Bad nehmen. Das ist kein gerader Boden. Time for clean, clean. Everything is clean. Notice me, Senpai. So, ich brauche Reinigungsmittel. Wieso wächst eigentlich ein Stuhl aus meinem Putzeimer? Warte mal. Stell dir vor, du kippst die Flasche rein, du kippst die Flasche rein, plötzlich hast du da ein Sitzkissen drin. Das Wasser schimmelt. Nein! Ich denke mal, das Wasser zur Herstellung der Reinigungsmittel stammt aus einem anderen italienischen Fluss. Wenn Stühle in eurem Putzeimer schwimmen, wird es Zeit, das Wasser zu wechseln. Oder den Optiker. Oder den Stuhl. So, warte, das hier können wir alles mit dem Mob machen. Alles, was wir mit dem Mob machen können, sollten wir mit dem Mob machen, denn der ist irgendwie am meisten ausgebaut. Und ich bereue nichts. La 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 la. Ich bereue wenige Dinge. Ist das dann Mobbing? Ich würdige das keines Worts. I should clean it first. Und verweise auf die Tür. Da war wieder dieser Stealth-Angriff auf den Putzeimer. Oh, verdammt. So. First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Scrub! Oh, ich übersah. Ich log, als ich behauptete, es sei sauber. So. Ja, dein Ego. Du. Schwagerschaftstest. Na, ah, sie war ein Schwager. Verdammt. Oops. Have you forgotten me, Senpai? Das, Marcel, das ist eine sehr komplexe Diskussion.
die wohl schon sehr lange geführt wird. Ich werde mich nicht in diese Nessel setzen. Dear Mr. Novak, sehr geehrter Herr Novak, bezüglich Ihrer kürzlichen Bewerbung haben wir gerade eine perfekte Wohnung für Sie und Ihre reizende Freundin gefunden. Ich werde lieber auf meinem Stuhl sitzen bleiben. Mein Stuhl ist sehr gemütlich. Das war gelogen. Ich hasse diesen Stuhl. Sie hat eine große Küche, ein Badezimmer, zwei Zimmer und einen Balkon und befindet sich in einer ruhigen Wohngegend mit guten Verkehrsanbindungen und Geschäften in der Umgebung. Zusammenfassung, er hat sie alle ermordet, weil sie Freunde zum Feiern eingeladen haben. Er hat sie ermordet, weil diese Freunde zusammenhingen in Form von, das waren praktisch Feinde von ihm. Und er hat in seinem Verfolgungswahn das halt als ein konspiratives Treffen gegen ihn gesehen. Obwohl Tylers Freundin hier nur Freunde von sich eingeladen hat und Tyler das ja eh nicht wusste. Ihr könnt es ja selbst gar nicht lesen. Verdammt. Ich freue mich, Ihnen vor der möglichen Unterzeichnung eines Immobilienkaufvertrags eine Besichtigung zu geben. Alles liegt im besprochenen Budget. Homeline Advisor Group. So. Ja, Tyler hat eigentlich versucht, von diesem ganzen Crime-Gedöns wegzukommen. Crime-Gedöns. Deine Freundin hat eine große Küche und Geschäfte in der Gegend. Ach, es geht um Wohnung. Warum geht denn das nicht weg? Da, endlich. Mein Gott. Kann es sein, dass ich keinerlei Putzmittel auf diesem Schwamm habe, in irgendeiner Form oder Kapazität? Es dauerte gerade echt ein bisschen lang. Twitter hat jetzt schon 3000 Grad, Marcel. Ach, da ist der Sommer hinwollen. Ups. Interior Design is my passion. Ja, ich glaube, es würde uns sehr helfen, wenn dieses Ding mal aus dem Weg ist. Oh nein! Ich entnahm das Kissen. It won't move like this. Aber was ist denn im Weg? Jetzt hört man von zwei Räume weiter so einen Putzeimer umfallen. Aha.
Du. Nein! Die Chips! Die waren doch unschuldig. Die waren die unschuldigsten von allen bei diesem Mord. Bei diesem Eklat. Oh, da liegt noch ein Stück Tür herum. So, wir brauchen definitiv einen Putzeimer in diesem Raum. Das geht viel, viel schneller. The Chips haben alles geplant. Nein, nicht The Chips. Ich hätte es wissen müssen. Oh. War da gerade. Oh mein Gott! Das kann so nicht bleiben. So bitte. Ist das nicht eine Band gewesen damals? Ich muss zugeben, ich habe das noch nie gehört. Warte, wo ist der Stuhl? Ach, da. Yes, Sudoku back to its former glory. zwei Lautsprecher kommen dahin. Aber wo ist der zweite? Es gehören immer zwei zu zwei Lautsprechern. Bitte nichts anfassen. Ich bin es leid, ständig die Seiten zu wechseln und wir müssen sparen. Seiten mit AI übrigens. Liebe Grüße, Trisha. Oha. Das war viel Blut auf einmal. Ach, das ist richtig hier. Ach, hier. Ah.
Was würdet ihr machen ohne Strom und Internet? Strom. Wie man Internet macht, wüsste ich allerdings nicht. Oh mein Gott, was würde ich machen ohne Strom, ohne Internet? Wandern. Bücher lesen. Das geht. Stell die Möbel wieder an ihren Platz. Ja, mir fehlt... Oh Gott, mir fehlt voll viel. Da fehlt ein Kissen, da fehlt so eine Pfeife. Kissen auf dem Katz... Oh Gott, ja, tatsächlich. Wie konnte ich das übersehen? La 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 la. Verdammt, ich glaube, ich wurde ertappt. Ach, Mann. Ist ja alles fürchterlich. So, da kommt die Pfeife hin. Da ist so ein Stuhl. Stuhl? Ist das der da? Nee, ist das ein anderer. Da, dieser. Autsch. Direkt ins Gesicht gehauen, den Stuhl. Boah, das ist schon edel hier. Nein, dich packen wir ein. So, und er meinte eben, da fehlt ein Fass drauf. Ein Fass. Wo soll ich denn jetzt ein Fass herbekommen? Da. Und das war easy. Es scheint sich hierbei um das falsche Fass zu handeln. Guck endlich hinters Katzenkissen, Marco. Hinters Katzenkissen? Aber es ist doch nur... Es sind sehr viele Kartons, richtig. Was ist das denn? Drogen. Gerne. Ich bin ziemlich froh, dass wir die Kisten nicht zurückräumen werden müssen. Sure, the public that call page would not take a penny in salary or compensation and that 100% of the sons raised. Oder. Ein Schlagring. Die Katze hat mit Substanzen gehandelt. Das ist sicherlich der Ursprung dieses Items. Sorry, Paul.
This was out of my control. I hope at least you're reunited with your son now. Da fehlt was. Da fehlt das da. Ah, das Bild hängt schief. So ein Geheimnis in irgendeiner Form konnte ich jetzt hier nicht ausmachen. Ich meine, es ist eine überschaubar große Wohnung, ne? Das hier kann man sogar schließen und öffnen, ganz cool, aber wirklich was davon haben tue ich ja nicht. Nein, die unsichtbare Wand, ihre Tyrannei blockiert den Fortschritt der Flugbahn. Hundert Prozent. Das war jetzt eine kurze Mission. Es gab halt nicht so viel, ne? Geheimnisse. Was? Aber wo denn? Die Wohnung war winzig und überschaubar. Na, wie gesagt, wir können Missionen ja auch nochmal betreten und bei der werde ich das tun, denn hier sollen zwei Geheimnisse gewesen sein. Damit fehlen uns im gesamten Spiel bisher 4 und 2 davon in dieser einen winzigen Wohnung. Schade. Naja. Aber trotzdem haben wir heute doch einiges gemacht. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe euch ebenfalls. Aber hier würde ich dann für heute mal so langsam Schluss machen wollen. Der Strimmer wird so langsam müde. Bist du sicher, dass du gehen möchtest? Ja, genau.